Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny Welpi und ich Mein begrüße euch zurück zu Gedächtnis Let's ist Play besser, wenn Fallout es auf dem 4. Grundstücken auf mich wartet. Danke, dass du mein Intro hier vermasselt hast, McCreedy. Gott verdammt! In der letzten Folge haben wir etwas mehr über McCreedy herausgefunden und ja, ein bisschen Gegend erforscht, Gunner getötet und so weiter und so fort. So, ich habe mir vorgenommen, folgende Mission zu machen. Entschuldigung. Nehmen wir Deacon mal mit, weil das ist eine Railroad-Mission. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben. Ich weiß, ich wechsle oder Also legen wir Ende los. meine Also ich Gefährten hin bin und her, aber Würfel. was soll's. Huh. Was soll's, ne? Wir machen nämlich hier die Mission. Was soll ich hier was machen? Besser was, Planänderung. Wir sprechen mal mit ihm hierüber. Dann machen wir wieder mal ein paar Siedlungsmissionen, die hoffentlich ein bisschen neuer sind. So. Hey, sag mir, was du willst. Ich habe mir das mit dem Rückrufcode nochmal überlegt. Warte, du hast ihn gelesen, oder? Nein. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Gut, tu's nicht. Da kann ich nachts besser schlafen. Die Leute werden von drei Dingen getrieben: Kronkorken, Überzeugungen und Ego. Wenn du herausfindest, was jemanden antreibt, weißt du, wo du stehst. Hey. Was ist los? Soll Ich das habe mir irgendwo das mit dem hinführen? Rückrufcode nochmal überlegt. Aha. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Gut, tu's nicht. Aha. Hey. Ja? Hey. Ich habe mir das mit dem Rückrufcode Oh, nochmal was überlegt. ist denn jetzt schon wieder los? Ich glaube, wir sollten getrennt. Ein andermal, ja? Möchtest du ein bisschen plaudern? Ich Na, habe reden wir mich mit entschieden. dir. Das Institut ist jetzt unser Feind. Was? Ich wusste immer, dass dieser Tag kommt. Die Frage ist jetzt nur, was wir wegen Ihnen unternehmen. Ich weiß nicht so recht. Wir müssen hoffen, dass sich etwas Nützliches in den Daten findet, die du mitgebracht hast. Denk daran, die Daten an Sturges zu geben, damit er anfangen kann. Während Sturges arbeitet, können wir uns darauf konzentrieren, unsere Kräfte weiter aufzubauen. Keine halben Sachen. Wenn wir dieses Mal angreifen, bringen wir die Sache ein für alle Mal zu Ende. Was? Ich habe sogar etwas, das du direkt erledigen könntest. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für. Sobald Boah. du alles gesäubert hast und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Klar. Kann ich was für dich tun? Ja, Komm folge mit mir. mir. Ich brauche deine Hilfe. Na klar, General. Willst du eine neue Siedlung haben, dann kommst du Du siehst gefälligst aus, mit. als hättest du was auf dem Herzen. So, machen wir das direkt. Dann muss ich jetzt zur Bruderschaft gehen und damit soll ich die Daten analysieren und daraus nutzen, wo man das Institut ziehen kann. Was zum Teufel? Ah, das Institut weiß nicht, dass ich mit dem verfeindet bin, ne? Kingsport Leuchtturm. Gehen wir da hin, das ist auf jeden Fall ein neuer Ort. Mann! Aber ich kann jetzt ins Institut einfach reingehen und hätte mich abknallen und so, ne? Hoffentlich. Wollte ich mal offscreen gucken. Jetzt machen wir erstmal wieder random einfach irgendwas im Ödland. Tun ein paar Siedlungen wieder erschaffen. Da könnte ich eigentlich offscreen perfekt machen. Würde ich ja nur Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt kommt hier Virgil, ehrlich? Dann gehen wir mal zu Virgil eben. Mission, ne? So, sieht da jetzt wieder jung und knackig aus. Wer ist jetzt wieder ein Begleiter, ne? Ich habe jetzt gerade wieder einen neuen Begleiter. Ich habe keinen Bock schon wieder durchzuwechseln. Au, 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 au. War mich, wie die Strahlung anfühlt. Muss mich mal Strahlung aussetzen. Muss mal nach Tschernobyl gehen. Okay.
Was geht ab, Virgil? Wo bist du? Ich schütze und diene. Hallo, na? Willkommen zurück. Es sind noch Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Das ist unglaublich. Das ist ein bedeutender erster Schritt. Es kuriert trotzdem nur einen FEV-Stamm. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Du kannst gerne das Labor benutzen oder was von diesem Schrott nehmen, wenn du möchtest. Ich muss noch einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Merke ich nicht. Hm? Brauchst du irgendwas? Was ist das für ein Geruch? Ja, doch, ich kann jetzt einfach hier die Sachen nehmen. Super. Oh, danke. Was willst du damit? Hier war eine super Mutantenrüstung, wenn ich mich irre, weil ich habe schon welche. Kann ich nicht gebrauchen. Ne, super mutanten Armschienen. Weiß nicht, ob ich die schon ab oder nicht. Nehme ich einfach mal mit. Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ich dachte, er wäre ein bisschen ergiebiger, aber okay. Ich schütze und diene. Gut, dann gehen wir unseren ursprünglichen Plan nach und gucken mal nach diesem Leuchtturm, wofür wir auch zum Museum der Hexerei gehen müssen. Euch in der Meer muss ich auch mal irgendwann erkunden. Ich soll eine Power Armor, weiß ich nicht, einen Strahlenanzug. Gehe ich dann mal ganz in Ruhe durch die Einstrahlung, die ich bekomme pro Sekunde. Also, ich kämpfe so schwer oder so leicht, du kannst die Schwierigkeitsstufe jederzeit ändern. Ich will doch keine Pussy. Entweder ich schaff das oder ich schaff das nicht. So. Lass mich raten, der Leuchtturm da. Nur eine andere. Was habe ich denn alles hier für Missionen überhaupt noch offen? Ja, ich muss also die Burschaft beklauen. Aber ich kann auch, ich könnte für die Burschaft weitermachen. Das ist ja wieder geil. Ich kann alles Mögliche jetzt machen. Mal schauen, für was ich mich entscheide. So. Letzte Leuchtturm, den ich besucht habe, war mit einer Todeskralle besetzt. Ganz vielen Raidern. Okay, da müssen, die müssen ja feindlich sein, weil sonst wäre es ja zu einfach, ne? Minen, geil. Kann ich nicht irgendeinen Skill haben, der meine Fleischangriffe irgendwie verstärkt? Kind des Atoms. Wenn ich die von diesen einlege. Also vollgebracht. Ah, da ist wohl doch nichts. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Was zum? Ach, wir haben diese Waffe, wie diese einen aus dem Meer, aus dem verstrahlten Meer. Geil. Hab sie gefunden. Au, oh Gott, was? Gib mir die Waffe. Alter, guckt euch das mal an. Wie verstrahlt ich mit einem Schuss war. Was ist das denn für eine krasse Waffe? Wiedergeburt, was? Da drin ist ein Ghoul, glaube ich. Du Pisser, komm mal fertig zurück. Ich habe eine Idee. Geht's soweit? Ich glaube nicht. Aber mir geht die Munition hier mit aus, also. Nur dazu.
Gib mir mal die Waffe. Was? Kingsport Leuchtturm. Oder Kingsport Leuchtturm. Gamma-Patrone. Gamma-Kanone, okay. Ach, du bist, ich sehe schon. Und Lorenzas Artefaktpistole ist, ich würde sagen, so eine einzigartigere Version davon. War einfach eine Gamma-Patrone mit Lorenzas Artefakt da drin, was weiß ich. Seid vorsichtig. Leide, Ungläubigen leide und die verloren. Ich habe auch so ein Teil, ne? Der macht bumm. Bumm. Oh Gott. Ich glaube, meine Raiderways werden hier nicht reichen. Aua. Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich habe Gefühl. Mir sagt mir, ihr habt nicht alle so eine Waffe. Ah! Alter, sind so viele, ne? Auch so eine Waffe, ne? Was machst du jetzt? Da 82 Strahlungsschaden, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich kann ja gar nicht davon getroffen werden, von dem Teil. Boah, ich bin mich selber verkuppelt mit meiner. Ich muss ein paar von euch erledigen. Was ist das? Puff! Au! What? What? Ja, ist nicht gut, dass ich mich nicht bewegen kann im VTS. Kannst halt doch nicht in der Nähe einsetzen, oder? Bist du aber auch verstrahlt. Alter, mein Schrotgewehr hat auch schon mal mehr Schaden gemacht, habe ich das Gefühl. Jetzt konnte der mysteriöse Fremde mal auftauchen. Oh nein. Gut. Weg damit. Das spielt man doch nicht. Hast du gesehen, wie viel er Strahlungsschaden gemacht hat? Das ist eine Mine. Boah. Das ist auch eine Mine. Ich sollte die vielleicht mal. Ich sehe es. Ja. Alter, war es gar nicht du. War einfach eine Leiche. Okay. Alter. Nein, nicht das Teil. Das Teil. Aber trotzdem geil. Okay, ich scheine Munition zurückzubekommen, also habe ich wohl besser hier mit herum. Ich dachte, das Preston wäre durch die Gegend geflogen. Ja, was warst du, ne? Warte mal, ungefähr so. Hui, das ist irgendwie krank. So. Wow. Das ist ja krass. So, sind da drin noch welche? Ich würde ungern schon das Terminal benutzen. Ich glaube, ich habe hier drüben was.
Okay, hab ich den getötet? Nee, ne. Ja, vielleicht doch. Keine Ahnung. Hab ich eine Falle? Ja, da oben ist noch übrig, ne? Na runter. Das. Hallo. Da ich natürlich nicht mehr McCree, dabei, der mich wundern kann, wenn ich hier die Schlösser öffne. Cool. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Ja. Sieht auch sehr gut an mir aus. So. Das Leuchtfeuer. Wir hoffen an unserem Bürger, Schwester am Krater, damit auftragt, andere zum Leuchten des Atoms. Wir haben jene mitgenommen, die stark mit Atomsgabe gesegnet wurde. Dass sie sich im Turm als Leuchtfeuer dienen. Ihr Licht wird die Gläubigen anlocken. Sie werden den Turm beten und ihre Pilgerreise zum Krater vorsetzen. Ja, super. Ist das der Ghoul da oben gewesen? Das Leuchtfeuer auch Ketzer angezogen. Wir müssen ihnen die Herrlichkeit des Atoms zeigen. Jene, die sich nicht anschließen, müssen gereinigt werden. Okay, lass mich raten. Haben sich da oben in den Ghoul verwandelt. Die Typen, die da oben eingesperrt haben, irgendwie sowas. Da sind noch zwei Gegner, einer ist unter. Das ist aber nicht so eine nervige Waffe anscheinend. Meine ist dafür umso nerviger, ne? Kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Stil. Gut. Ich huste und ich puste. Bist du irgendwann ganz tot bist. Aber auch mit deinem Religionsscheiß. Ja. Wow. Wow! Au, au, au! Ich bekomme aber keinen Strahlungsschaden, hab ich das Gefühl. Von meiner Waffe. Wop! Ich bekomme so einen Rückstoß, dann komme ich immer hier entgegen. Ist ja noch einer da. Au. Ja, springen kann ich ja auch nicht aus irgendeinem Grund. So. Das sind irgendwie, weil ich aus. Da gehen wir nächstes Mal hin. Wow. Der aussieht. War extrem. Meine Güte. Das da hinten interessiert mich auf jeden Fall. Da gehen wir halt nicht hin. Erstmal machen wir da oben den Ghoul, glaube ich, kaputt. Nein, ist auch noch irgendwas. Sieht auch voll verstrahlt aus. Ja. Hi, was geht? Was? Mini-Atombombe. Bist du ein? Wow. Die Ghoul waren auch schon mal stärker im Fallout. Wäre ja, schon gefreut, nicht diese Reaper wieder brauchen, diese schwarze Ghoul. Und so ein Strahlzeug auf einen werfen.
Schlitz. Schlitz. Was? Schlitz. 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 Da. Okay, die Verkäufer sind, glaube ich, schon tot gewesen. Ja, ich habe ja irgendwo gerade im Kampf so eine Mini-Atombombe gesehen. Wo ist die gelandet? Was? Gestörte Orte? Ich habe noch nie einen mit leuchtenden betriebenen Leuchtturm gesehen. Das ist eine Mini-Atombombe. Ich habe eine gesehen, ich weiß es. Na, egal. Ich habe genug. Ein Big Boy, der nur eine Atombombe pro Schuss verbraucht. Obwohl ich ungefähr 10 von denen abschieße auf einmal. Trotzdem. Okay, Werkbank hier. So. Kann ich, glaube ich, nicht bauen, ja. Mich mehr so eine Notrufstation hier bauen. Ne? Gute Frage, wo war das nochmal? So. Ja, oh, Preston, ich hab was erledigt. Komm her, wo ist er? Sofort wieder deaktiviert, weil dann kommen wieder 1 Million Leute hin. Aufgepasst. Schieß los. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der aufgepasst. Sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Okay. Du gibst mir nicht eine neue Mission? Pff. Was ist das denn? Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Wahrscheinlich kommen wir gleich wieder irgendwelche Leute. Das geht normalerweise voll schnell, bis hier Leute kommen. Dann drehe ich mich nur um und dann sind schon hier 5 Leute oder so. Deswegen stelle ich das immer so ab, nachdem wir eine halbwegs gute Anzahl von Leuten ist. Also es kommen da immer mehr. Ein Auspost kommt immer wieder Leute. Ich muss immer wieder neue Sachen bauen, damit die zufrieden sind. Deswegen stelle ich die meisten Dinger immer ab. Warte mal, Gamma Pistole und Gamma Kanone. Ist das? Oder ist das alles das gleiche, ja. Macht nur Strahlungsschaden, okay. Das macht gemischten. Okay. Also eine Gamma-Kanone ist eigentlich nur dazu da, um sein Ziel mit Strahlung zu erlegen. Wie schön. Ich nehme mal an, gegen so Supermutanten oder Ghoule wird das dann nichts bringen. Okay, was ist... Gott, das sieht krass aus. Wie ist der, den ich gerade getötet habe? Wasser. Bin da angespült. Okay. So, dann bin ich noch gespannt, was da ist. Schauen wir auch noch in den Part, wenn da jetzt nicht irgendwie so Meilerkönigin oder irgendwie sowas rumläuft. Aber wenigstens ist die Schwimmanimation ja besser in dem Spiel. Also Schwimmen in Skyrim, Oblivion und Fallout 3, das sieht so bescheuert aus. Ja, was haben wir gewonnen? Da hinten ist nochmal sowas. Gar nichts. Und das noch so nötig. Ach komm schon.
Komm da nicht rein, ehrlich. Also abgelegene Orte sind doch meistens geile Sachen. Ups. Kann er nicht pennen? Warum nicht? Warum kann ich das nicht? Da oben sieht es aber so aus, als wäre irgendwas. Komm schon. Aha. Alter, ich rutsch da dauernd runter. Das war auch nix. Okay, wenn ein Rollstuhl auf so einem kleinen Ding hier fangen zu sein, das muss ganz schön krass sein. Okay, dann gehen wir in der nächsten Folge noch dahin und gucken wir mal, ob da welche erschienen sind. Und meine ich, machen wir wieder irgendwelche random Sachen in der nächsten Folge. Von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.